Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. So, ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, dass ich den Deserteur aufsuchen werde. Ich habe bevor ich die Folge gestartet habe, habe ich einfach mal nachgeschaut, wo ich den Deserteur überhaupt finden kann. So, und dahin, mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg. Warte mal, ich muss erstmal hier um den See rum. Oder durch den See durch, wie man es nehmen will. Ne? So? Hier? So? Ja? Ja, gehen wir einfach mal durch den See durch. Ja, dann können wir nämlich Angus auch mal umprügeln. Anscheinend hat das ja nicht anders verdient, so als Deserteur. Och, jetzt ist da schon wieder so ein Affe im Weg. Attacke! Friss meine Klinge, du Affe! Zack und zack. So. Mal kurz gucken. Warte mal. Ich glaube, ich muss hier hoch. Muss ich hier hoch? Ich rede gerade zu viel, habe ich das Gefühl. Aber egal, wenn man Let's Play macht, dann muss man ja auch ein bisschen reden. Man kann ja nicht die ganze Zeit stumm sein. So, jetzt mal kurz schauen. Nein, ich laufe nicht richtig. Das heißt, ich muss wohl doch unten lang laufen. Und... Ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig bin. Falls ich hier überhaupt irgendwo lang komme. Das ist vielmehr die Frage. Ah ja, alles klar. Ich muss hier, glaube ich, lang. Ah, das ist aber auch, wenn man sich auf einer... wenn man sich hier nicht auskennt. Aber ich bin richtig. Bin definitiv richtig. So, okay. Hier war an die Leichen. Okay. Ich muss hier rechts hoch. Ich will ja Angus finden. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Oh, ein Truthahn. Jetzt kein Truthahn mehr. Ah, okay. Wir sind fast da. Da hinten ist ein Lagerfeuer. So, machen wir einen Quick Save. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht mal hier... Ich gönne mir jetzt einfach mal rum. Erstmal ordentlich hinsetzen. So. Gut, ich bin wieder vollkommen geheilt. Ah, und da sitzt Angus rum. Ich schätze mal, dass das Angus ist. Ja, ist Angus. Was machst du denn hier alleine? Unsere Truppe ist von den Piraten angegriffen worden. Einer von den Schweinen hat mir ins Bein geschossen. Also bin ich in den Dschungel. Und hab mich versteckt. Du bist ein Feigling. Das ist nicht wahr! Wenn ich mich nicht hier versteckt hätte, wäre ich jetzt sicher tot. Kennen wir uns nicht? Ja, schon. Ich habe dich in der Kristallfestung gesehen. Ich habe mich damals auf diese unglückselige Expedition vorbereitet. Da sahst du aber noch anders aus. Ja, man weiß nie, wo es einen hinzieht. Corrientes schickt mich. Er lebt noch. Du glaubst gar nicht, wie mich das erleichtert. Naja, auf dich ist er weniger gut zu sprechen. Wie meinst du das? Er will, dass ich dich töte. Was? Das kann doch nicht sein. Wir lassen uns was einfallen. Komm erst mal mit. Hier kannst du nicht bleiben. Wo sollen wir denn hin?
Wir reden mal mit Corrientes. Na, wenn das mal gut geht. Ja, dann steh mal auf, du Sackgesicht. Dafür, dass dir ins Bein geschossen wurde, kannst du dich noch gut bewegen. Gut, Angus haben wir gefunden und den bringen wir jetzt erstmal wieder zurück ins Dorf der Shaganumi. Warte mal, da kann ich aber mich auch einfach... Nee. Warte mal, das war alte Lagerstätte. Hier wollte ich hin. So, bin zu voll zum Laufen. Ja, mal gucken, was Corrientes ist. Da bin ich wieder. Ich habe Angus mitgebracht. Was? Moment mal. Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihn erschießen. Ja, heul leise, Alter. Musstest du Angus unbedingt erschießen? Er war ein Feigling und eine Gefahr für unsere Leute. Es ist besser so, glaub's mir. Ist ja jetzt eh nicht mehr zu ändern. Wie locker der damit umgeht. Oh, ein Degen. Worauf wartest du noch? Oh, Corrientes ist ein ziemliches Arschloch, ey, ganz ehrlich. Ja. Das Schicksal wird den belohnen. Warte mal, was haben wir denn noch so Schönes? Totenruhe, Grabräuber. Warte mal, Totenruhe, Grab, direkt. Guck mal, Grabräuber. Ah, die sind da hinten. Okay. Hört, meine Freunde. Das heißt, ich muss erstmal. Ich guck mal, ob ich die Grabräuber jetzt noch finden kann. Und, Doch, ich denke mal, die Grabräuber, das kriege ich noch hin. So, Angus wurde jetzt erschossen. Ja. Gut, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass der das Corrientes so ein harter Brocken ist und ihn wirklich unbedingt tot sehen wollte. Aber egal. Oh, warte mal. Irgendwie. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen schwieriger. Wie finde ich die Grabräuber? Vielleicht bin ich hier richtig. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Warte mal. Kurz einen Quicksave machen wieder. Ja, komm. Hör auf, mich mit deiner Kacke zu bewerfen. Na. Ey, was soll das? Doch. So, irgendwo hier müssen die sein. Da haben wir noch ein paar Feuer... oder ein Feuervogel. Erschein reicht, Chani. Alter! Der Igel wohnt jetzt hier. Richtig. Wieder eine Truhe. Und was haben wir hier? Saphir und Goldbrocken. Ja, okay. So, mal kurz Karte checken. Ja, doch, ich müsste richtig sein. Nochmal einen Quicksave machen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viele Leute das sind. Könnte nämlich ein verdammt harter Kampf werden dann. Falsch gelaufen. Ja, kommt. Fallt um. Aha. In den Kopf geschossen. Ja, gut. Ist da irgendwie ein... Nee, da ist kein Weg.
Da will ich aber noch nicht hin. Wahrscheinlich komme ich da noch irgendwie hin. Ich muss dahin, schätze ich mal. Da habe ich jetzt gerade Licht gesehen. Aber wie komme ich da? Na, kick an, wer steht denn da? Nicht bewegen, Gucho. Ka, Taopi. Takapo Kabuki. Bleib locker, ich bin keiner von Garcias Piraten. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dich nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Ich mach dir schon keinen Ärger. Was machst du eigentlich hier? Piraten plündern unsere Gräber. Es sind zu viele für einen Racker, einen Kampf. Aber ich behalte sie im Auge. Ich guck mir das mit den Piraten mal an. Capo Ono Bambule! Was? Pass auf, dass du keinen Ärger machst. Ich mach das schon. Deine Frau Dara schickt mich. Sie will, dass du nach Hause kommst. Solange die Plünderer hier sind, werde ich nicht gehen. Kannst du mir was beibringen? Ono Gucho. Nicht solange unsere Gräber geschändet werden. So. Dann haben wir die ja gefunden, die Grabräuber. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich schneide dich in Streifen. Machst du das? Alter! Ey! Ah, warte mal, ich habe vergessen, Stalber zu rufen. Der hätte auch Spaß gehabt. Ey! Mann! Zack! Erstmal eine Kugel kassieren. Zack! Der erste. Na. Dann gehe ich jetzt hier auf den Grabräuber. Ah, das ist jetzt doch etwas enger. Scheiße. Kurz rumtrinken. Dann läuft das wieder. Wenn Charlie selber im Kampf ist, dann kann die nicht heilen. Das ist das. Ja, und dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich Rum und Grog und so habe. Ja, dann mache ich die noch kalt. Ich glaube, das ist auch genug für eine Folge dann. Wir haben Angus gefunden, der zwar jetzt tot ist, aber egal. Ey! Alter! Geht doch. So, mal kurz hier. Nur ein Grabidol. Ah, zwei Grabidole. Geht doch. So, dann haben wir die Plünderer auch kalt gemacht. Und hier ist auch noch ein Ahnengrab. Krummdolch, Bloody Mary und ein Jadestein. So. Ich werde jetzt diese Folge hier aber erstmal beenden. In der nächsten Folge gucken wir uns das Grab mal an und dann gucken wir noch weiter, was wir so alles hier machen können. Doch, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.